Hallo Leute, weiter geht's bei Man of Medan. Hallo kleine Ratte. Hallo. Wohin bringst du mich? Du glaubst, das sag ich dir? Sag's mir doch, Mensch. Ich bin Arschloch. Okay, wir spielen wieder Fliss. Alles klar. Wir sind in der Gewalt dieser Typen. Sag mir, wo wir hingehen, verdammt! Sag's mir! Spast. Wir werden nur noch von einem Typen scheinbar bewacht und geführt. Der Anführer scheint den anderen auf den Fersen zu sein. Und da liegt was. Da. Oh, oh, oh. Schraubenschlüssel. Hey! Zeug! Finger weg! Wollt den ja nur mitnehmen, so als Dekoration und so, ne? Du gönnst mir auch überhaupt nichts. Bereit für was? Auszuschalten. Oh, oh, oh. Klappe und weiter. Ihn ausschalten? Wie sollen wir das machen? Brad ist jetzt nicht unbedingt der Superheld. Ich meine, er hat bestimmt einen guten Plan irgendwann. Außerdem hat der Typ eine Waffe. Und im Idealfall kommen wir alle hier lebend raus. Stopp! Schon gut. Was sind das hier für Geräusche? Vielleicht ist hier drin auch einfach gar nichts. Wobei, doch irgendwas muss hier drin passiert sein. Wir haben die Introsequenz gesehen. Aber bisher ist es ziemlich gruselig hier. Aber abgesehen von ein paar Geräuschen, die auch von Ratten kommen könnten, ne? Bleiben wir mal ein bisschen rational denkend. Okay, komm raus! Zeig dich! Guck, das ist einfach mal gar nichts. Verdammt! Der Typ wirkt echt nervös. Kann ich verstehen. Dieser Kahn ist verflucht. Deswegen fände ich es ja gut, wenn wir hier verschwinden würden, ja? Moment, ist das die Kappe von der jungen Frau, die ich mir einbilde, gesehen zu haben? Nee, ich glaube, die war weiß. Moment, SS. Sieh mal hier. SS. Und da steht NG. Was ist NG? Ist Medan das Schiff? Moment. Wo war er das jetzt? Bei der Kursrichtung? Ja, hier. Fliss fand eine Kapitänsmütze. Drauf stand ein Name mit G am Ende. Und danach Medan. Oder, ha. Ist jetzt das Schiff Medan? Oder ist jetzt der Captain Medan? Oder vielleicht die Militärflotte oder so? Auf jeden Fall steht drauf SS. Das hat man gesehen. Moment, nochmal. Da, SS. Und so heißt im Normalfall immer das Schiff. Glaube ich. Oder steht SS für das andere, wofür es stehen könnte? Was war das für ein Geräusch? Geräusch? Mein Schiff stand aus dem Zweiten Weltkrieg, ne? Und auch da gab es etwas, das sich SS abkürzte. Okay. Oh Gott. Typ, du da mit der Waffe? Würdest du bitte vorausgehen? Waren wir hier nicht schon? Nee, hier waren wir noch nicht. Was ist denn los mit dir? Oh Gott. Oh Gott. Der Typ. Der Typ ist bestimmt immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Ach was. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Vielleicht hat er das doch, Fliss. Du Typ mit der Waffe.
Es wäre mir recht, wenn du vorangehen würdest. Ich mache auch keine Dummheiten, glaub mir. Fass den nicht an, ja? Was dem wohl passiert ist? Bei dem Gesicht? Keine Ahnung. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Aber wir müssen weiter und Olson finden. Los! Okay, Typ, wir sollten uns zusammentun. Wie gesagt, ich bin nicht in der Stimmung, irgendeine Scheiße zu bauen. Olson! Merde! Qu'est-ce que tu fais? Denkst du, das war Olson? Weiß es nicht. Was war das? Habt ihr das gesehen? Da war eine scheiß Hand. Okay. Ich nehme es zurück. Hier ist vielleicht nicht alles so neutral, wie es sein sollte. Jedenfalls sind da Bilder. Und Bilder sind wichtig für uns. Was? Fick dich, ich muss das Bild sehen. Du Arschloch. Das Bild habe ich jetzt aber nicht, oder? Moment, Bilder. Nee. Was? Warum? Du dämliches Arschloch, warum darf ich das Bild nicht sehen? Das könnte lebenswichtig sein für mich. Dämlich, Idiot. Du hast keine Ahnung, was hier abgeht, oder? Wir spielen hier ein Spiel. Quasi. Ja, geh voraus, bitte. Nein, Brad, wir werden ihn nicht überwältigen. C'est quoi ce bordel? Was meinst du? Was ist los? Was machst du? Was? Was? Okay, was war das jetzt? Ich weiß nicht. Ist der verrückt geworden? Wir sollen jetzt auch da entlang gehen, oder wie? Ich denke ja nicht. Scheinbar doch. Okay, ist ein Cappy und die Lampe. Hey, was? Komm schon, wir müssen weiter. Ist nur die Frage, wo lang? Aha, ja, das Bild. Ja, unbedingt. Ein Umhangtyp mit komischem Gehstock. Okay. Jetzt ist die Frage. Was sagt mir das? Ist das was Gutes oder was Schlechtes, wenn ich das sehe? Warum sollte es was Gutes sein? Jetzt hier entlang? Geht nicht. Doch, geht scheinbar. Ich war wieder nicht bereit. Ich muss mich mehr konzentrieren. Wir müssen einen Weg aufs Deck finden. Die Finger müssen permanent auf den Tasten sein. Verdammt, das war jetzt wirklich nicht gespielt. Da hat mein Herz ein, zwei Schläge mehr gemacht gerade. Ach du Kacke. Ich meine, ich spiele ja gern so von wegen so... Oh mein Gott, ich bin gerade erschrocken. Das war jetzt gerade... nicht gespielt. Gut, dass ich nicht losgeschrien habe. Das wäre nicht so gut. Oh fuck, was ist hier los? Oh oh, wir sind hier. Das sieht nicht gut aus. Nee, tut's nicht. Was war das? Ich habe keinen Schimmer. Ich will nicht darunter. Wobei, sie wissen nicht, was ich weiß. Deswegen werden sie es tun. Jetzt Vorsicht. Geh nicht immer so weit voran. Sei still. Was soll das? Da ist auf jeden Fall was. Da. Nochmal was zu lesen. Dreh es um. Wachdienst. Ort Frachtraum 3A. Datum 21. Irgendwas.
Diensthabender Offizier, Carter Watts. Wachposten, Reed, Miller, Davis, Paris, Griffin, Patterson. Durchgestrichen, O'Neill. Kein befugter Zutritt zu bewachten Bereichen. Posten niemals vor Ablösung durch nächste Wache verlassen. Okay, Miller war auch wieder da. Langsam könnte es unschön werden, glaube ich. Da! Hör auf, Spiel! Hör auf, ich sag's dir. Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass ich mir die blonde Frau nicht eingebildet habe. Wobei, die sah noch lebendig aus, irgendwie. Was wir jetzt hier alles sehen, das sieht nicht mehr so gesund aus. Hört auf, euch zu trennen, verdammt nochmal. Ist nicht gut. Was haben wir da? Ist da eine Leiche wieder, oder was ist da? Ja. Ja, nehmen wir. Schöner Dolch. Ich wette, die Leiche bewegt sich gleich. Oder auch nicht. Okay, sie hat sich auch bewaffnet. Was möchte ich mir ansehen? Kursrichtung. Schiff in der Nacht, da. Fliss fand das Messer im Frachtraum. Das glaube ich schon mal gut. Sie muss es ja nicht unbedingt benutzen. Aber es ist immer gut, was zu haben, denke ich. Oh oh, ja, und das sind die Leichen, die wir bereits kennen. Oh Mann! Was war hier los? Da, eine Hundemarke. Nicht lesen. Hier. Charles T. Perez. Ja, und... Na, ihr wisst schon. Okay. Hör auf damit! Nein! Das ist nicht gut. Solltet euch nicht trennen. Aber genau das ist, glaube ich, gerade passiert. Okay, Brad, dann bist du jetzt scheinbar an der Reihe. Hey, bist du sicher, du weißt, wo wir hingehen? Fliss? Fliss? Hallo? Es war sowas von zu erwarten. Es war sowas von zu erwarten. Das macht mir alles so ein bisschen Angst. Fliss! Fliss! Wo ist sie denn? Wo bist du hin? Diese Tür sieht nicht gerade einladend aus, muss ich sagen. Oh, da liegt wieder einer. Was hast du vor? Brad, was hast du vor? Nochmal, was hast du vor? Ich habe Angst, die Taste loszulassen. Hat er die Patrone jetzt da wieder reingesteckt? Nicht im Ernst, oder? Ich hoffe nicht. Da ist eine Tür. Aber bevor wir diese Tür betreten, Leute, muss ich ein bisschen auf eure Gesundheit achten. Zu viel Spannung könnte euren Herzen nicht gut tun. Das war's für heute mit Man of Medan. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wow, tu das nie wieder. Macht's gut oder besser. Tschüss!